Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Sigmar fertig gemacht, nachdem wir in die Basis der Organisation 13 reingegangen sind. Und jetzt haben wir Rico und Kairi gesehen. Also wir haben Rico nicht gesehen, aber wir haben einen Anzeigen gesehen, welcher Rico ist in Wirklichkeit. Und Kairi ist noch da oben, okay. Stimmt. Da müssen wir hin. Wegen Kairi. In erster Linie. Ich bin irre, ist da nur ein Gang. Ne? Hi. Boah. Boah, ich brauche noch ein paar Kills. Ausgezeichnet. Und Level Up haben wir gleich auch. Haben wir nicht normalerweise so kleinere? Ich glaube später erst, ne? Ich meine, wie stark das ist. Noch mehr Heilkomm, ich brauche Heilkomm Plus. Bitte nicht hier. Ja, stimmt, niemand hinterlassen viel MP-Kugeln, also sollte ich vielleicht Magie einsetzen. Wenn ich mich nicht irre, dann kommt jetzt eine Katze und dann müssten wir die Drive eigentlich wieder voll kriegen. Das wäre natürlich dann perfekt. Ich denke natürlich nur produktiv gerade. Auf die Story oder irgendwie so was. So, mehr Cutscenes. Haben wir das gebaute Kingdom Hearts von Organisation 13. Yes. Kingdom. Rejoice and feast on these hearts we offer. Shine your pale light on this empty realm. Share your power with all nobodies. Xemnas ist so ein cooler Charakter. Xemnas, is Kingdom Hearts ready? Very soon. Then I can end this charade. Indeed. How I've waited to hear that. In letzter Linie wegen seiner Stimme ist er so cool, finde ich. Nämlich irgendwie, weiß ich nicht, an so einen typischen Yu-Gi-Oh! Bösewicht. Ah, ich bin noch in der Überform. Ist das eine sprechende Ente? You are different, Kairi, but I'm just glad you're here. You and Riku never came home, so I came looking for you. I'm sorry. This is real. Und so was Riesenhände. Ja, da ist noch Anselm. Wait, Ansem. I mean, Xehanort's heartless. I never thought for a second that I'd ever see you again. Just thinking about all the things you did makes me really mad. But you saved Kairi, right? I have to be grateful for that. Thanks. Riku, don't go. Huh? Oh? Kairi, what did you just say? Riku. I'm no one, just a castaway from the darkness. Sora, come here. Say something to him. Here. You'll understand. Close your eyes.
Riku. It's Riku. Riku's here. I looked for you. Come on, Sora. You've got to pull it together. I looked everywhere for you. I didn't want you to find me. But it was him that was helping us, wasn't it? Huh? Those clothes we kept finding, that must have been Riku. Ja, Goofy hat's natürlich erfasst. I was starting to worry you guys weren't ever gonna catch on. Sora never did pick the brightest friends. Sag das nochmal in Goofys Gesicht. Why didn't you let me know you were okay? Stell mir nur gerade vor, wie Goofy ihn nach der Cutscene verprügelt. Not like this. I couldn't. I fought with Ansem, with Xehanort's Heartless. When it invaded my heart and I won. But to use the power of darkness, I had to become Ansem myself. Does that mean you can't change back? This battle isn't over. And until it is, I still need the power of darkness. Then, let's finish it. You're still Riku, no matter what. So how about it? Think we can handle one last rumble together? The king's waiting. Yeah, let's get going. Jawohl. Memoir. Angehört, die Rate, mit der die Drive-Leiste während der MP-Aufladung füllt. Ja, das ist nicht schlecht. Nur ich habe bald alle Drive-Dinger komplett. So, ich möchte nur mal anmerken, Sora hat für Riku Tränen vergossen und für Kairi nicht. Sora ist auf den Knien gegangen, für Riku, aber nicht für Kairi. Was soll das? Aber ich muss mal kurz was gucken. Im nächsten Raum Dingens auftauchen. Niemande. Was auf jeden Fall passieren wird. Dann gehe ich nochmal hier zurück. Aber jetzt kommt eine Cutscene anscheinend. Stimmt, wir sind am Ende des Spiels. Hier kommen noch viele Cutscenes, habe ich das Gefühl. This spot should do. What's this gadget for? It's a device to reclaim Kingdom Hearts and encode it as data. Not sure I get it. I do not claim to know the outcome of this venture either. After all, hearts are unpredictable. Das ist eigentlich nur ein Laserstrahl, der auf Kingdom Hearts gefeuert wird, okay? Warum hat er das so unnötig komplex erklärt? Und wir sind hier, okay. Alles klar. Ich nehme mir das hier. Dann müssen wir auf zum nächsten Kampf. Und hier haben wir eine Organisation 13 Mitglieder aufgelistet. Der Schlüssel Bestimmung, Roxas. Der anmutige Assassine. Warte, ich wollte schon sagen, die kaltherzige Nymphe. Laxen. Der anmutige Assassine, Laxe, Malusha. Der Hasardeur des Schicksals. Ich habe seinen Namen vergessen. Luxord. Melodie der Nacht, Demix. Die tanzende Flamme im Wind, wie auch immer sein Name war. Keine Ahnung, er erwähnt ihn sehr selten. Der tanzende Prophet im Mondlicht, Sykes. Der Intrigante Verborgenen. Wer könnte das sein? Sexion wahrscheinlich. Der stille Hell, Laxeos oder Lexaos. Der frostige Gelehrte, Wechseln. Der wirbelnde Lanzträger, Saldin. Der Freischütz, Sigmar. Und hier, weiß ich nicht, Semnas. Gut. Dann auf zum nächsten Buskampf. Und zwar hier. Oh, ein richtig geiler Kampf. Ich hätte vielleicht ein anderes Schlüsselschwert nehmen sollen, aber was soll's. Vielleicht kann ich das ja noch machen, aber sieht nicht so aus. Aber ist eigentlich egal. So schwer ist dieser Kampf jetzt nicht. Was ist das? It's the King and Diz. I mean, Ansem the Wise. They must be higher up. We better hurry. Ah!
Der Typ ist eigentlich auch cool, auch wenn er nicht viel sagt. Genau, das meine ich. Das hat einfach Style. So, gewinne den Kampf um die Zeit. Ist es ein Kampf um die Zeit? Erledige deinen Gegner, indem seine Zeitleiste zuerst abläuft. Wenn so aus Zeit oder seine AP aufgebraucht sind, heißt das Game Over. Alles klar. Ja, unfair. So, das funktioniert folgendermaßen: Immer wenn ich getroffen werde, au, geht ein bisschen Zeit flöten. Jetzt mal, wenn er getroffen wird, geht auch ein bisschen Zeit flöten. Ich bin Würfel übrigens, ne? So, geh mit deinen Karten weg. Das heißt, ich möchte ihn so oft wie möglich treffen. Karten sind hier vollkommen unwichtig. Und er ist jetzt schon im Rückstand. Komm her! Na, 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 na. Ja. Au. Geh mit deinen Karten aus dem Weg. Okay. Wuff. Oh, AP. Du. Oder? Nein. Wo ist er? Da. Auch nicht. Ich glaube, hier geht mir auch ein bisschen Zeit flöten, wenn ich daneben hau, ne? So, ich meine, ich bin da oben, ja. So. Du da. Ja. Der Kampf macht eigentlich Bock. So. Ja, muss er drücken, wenn der Kreiszeichen kommt. Der Part wird viel zu kurz, habe ich das Gefühl. Au. Aber man paar niemand vielleicht noch platt nächstes Mal. Naja. Ich glaube, da war ein X, ja. Verdammt. Nein, jetzt bin ich eine Karte. Ah. Ich warte einfach mal hier. Ich bin prima Thumbnail, hab ich das Gefühl. Aus dem Weg. Nochmal. Oh nein. Gut, noch in der Katze getroffen, was soll das? Weg. Ich will deine Karten anvisieren. Aber jetzt wird es ein bisschen komplex. Zack. Haha. Din. Noch einmal treffen. Und zwar so. Buff. Ausgezeichnet. Genauso muss das laufen. Ich finde den Kampf geil. How could you, Roxas? That's Sora. Donald und Goofy. Nee, halt, warte. In der Reihenfolge. So, hätten wir das auch erledigt. You okay? Yeah, no worries. Ja, der Kampf war awesome. So, dann waren es noch zwei. Noch Sykes und Xemnas. Und Sykes ist ja auch der Co-Leader, ne? Das ist ja irgendwie passend, dass er als letztes kommt. Das vorletztes. Zeugnis der Existenz. Stufen der Hoffnung. Kann ich irgendwie was einfach nur Raum heißen oder irgendwie so? Ja, Stufen. Das heißt, so einen kryptischen Namen haben. Wenn ich nicht irre, taucht man jetzt hier auch niemand auf, ne? Ja. Du warst schwache, ausgezeichnet.
sondern der Traumpaar. Oh, halt ab. Machen wir auch noch. Oh, gleich haben wir gelernt. Ausgezeichnet. Letzte mobile Fähigkeit. Heißt, wir können jetzt durch die Luft fliegen. Da können wir auch, glaube ich, schon so, ne? In der Überform. Oh nein. Ich dachte, Dwight und Goofy sind noch hier. Dun, 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 dun. Ach man, oh, ich hasse es, wenn die im Boden sind. So. Okay, reicht. So, ich möchte Gleiter da haben. Ich habe AP bekommen jetzt, ne? Also ja, damit. So, jetzt kommen wir durch die Luft fliegen. Wenn wir uns nicht bewegen, kann man einfach so fliegen. Ha, geil, ne? Gut. Warte, was haben wir noch bekommen? Memoir, ah ja. Schaffe ich noch ein bisschen hier zu leveln. Also war mal. Memoir ist zwar ziemlich geil, aber wenn man nicht gerade seine Form aufleveln muss, dann braucht man die jetzt nicht mehr so. Die Effekte sind irgendwie wichtiger bei den Schlüsselschwertern. Komm mal her. Da machen wir ruhig ein bisschen Schaden. Ich brauche ein bisschen Drive. Naja, und die ganzen Sachen brauche ich ja auch noch. Für Zeugs zum Herstellen. Boah. Das ist mir ganz schön Schaden, weißt du das? Oh mein Gott. So. Was? Hab ich jetzt überhaupt die neuen Waffen für die ausgerüstet? Ich glaube immer noch nicht, ne? Hm, doch. Also, ich muss den Vater noch mit irgendwas füllen. Auf 5 Dinger, ne? Vielleicht lohnt sich das gar nicht mehr, wenn keine Gegner mehr sind. Aber lohnt sich vielleicht nicht mehr. Nee, glaub nicht. Endlich glaube ich nur 2 oder 3 Gegner. Ah. So, ich habe mein Moor und Sterntreu übrigens jetzt als Waffe. Gut, ne? Ist die Roxas Kombination. In den Stellen hier tauchen ganz andere niemand da auf später. Das ist merkwürdig. So, jetzt den ganzen Weg noch mal kurz zurück. Ne? Ich tue mich dann an irgendeinen Speicherpunkt wieder. Verdammt. In irgendeinen Speicherpunkt dann wieder an die Weltkarte porten, damit ich die Drive vielleicht voll kriege oder auch nicht. Keine Ahnung. Brauchen wir eigentlich nicht für die nächsten Kämpfe hier. Uff. Kannst du es wagen? Dafür brauchen wir noch viel zu viel, ne? 31, oh Mann. Ich irgendwann mal extra hier hinkommen anscheinend. Weiß gar nicht mehr, was für Sachen wir noch bekommen. Wir sind, glaube ich, nicht ohne. Oh, nee. Ich muss halt ausnutzen, dass die Viecher hier sind. Die tauchen später irgendwo vollkommen anders auf. Das war, glaube ich, nur eine einzige Stelle, einmal oder so. Das ist nervig. Lass mal aufhören, so zu machen. Ich werde niemals weiß, übrigens auch der beste Trainingsort, wenn man Level 100 erreichen will oder 99.
werde ich hier noch generell oft hin rennen müssen. Ja, kommt hier nichts mehr. Würde es. Wir stolpern gleich schon direkt in den nächsten Bosskampf. Ich den Part beginnen. Also werde ich den Part wahrscheinlich beginnen, während wir den ganzen Weg hier hochlaufen. Hätte wir Überform noch auf dem Weg hin trainieren können. Aber ich muss mal kurz zurück. Ich werde mir natürlich einfach machen. Und noch die Drive voll kriegen. Ja, Rufen einsetzen, damit ich auf der Weltkarte gehen kann, mein Drive wieder füllen kann. Ja, ich nutze das Spiel ein bisschen aus. Ich bin immer noch nicht alles freigeschaltet. Mal weiß ich doch hier was anderes auf. So, krieg ich noch ein Double Up hier, das wäre natürlich perfekt. Ja, noch nicht gegen euch gemacht. Das Ding ist aber voll hier. So, Level up, holen wir uns auch noch ab hier. Ja, ich habe das Ding gleich voll, wenn das weitergeht. Ja, wir tun ja gerade den Kampf nachempfinden aus dem Trailer von Kingdom Hearts 2, den wir freigeschaltet haben in Kingdom Hearts 1. Er hat ja auch Roxas hier gegen ganz viele Schattenlurche und so gekämpft oder Schattenschalks. Waren übrigens viel stärker im ersten Teil. Und wir haben voll, geil. Jetzt will ich noch ein Level up haben. Oh, hallo. Kann nicht so schwer sein jetzt. Auf. 200, du. Naja. Was voll geil ist, ob wir jetzt kriegen per Level ab. Okay, Kraft. Oh, okay, aber auch nicht. So, in der nächsten Folge rennen wir dann wieder das ganze Schloss nach oben, um Erfahrung für die Überform zu sammeln. Und dann rennen wir in den nächsten Bosskampf rein. Weil wenn ich direkt den nächsten Part wieder mit dem Bosskampf fülle, dann weiß ich nicht, kann ich die Cutscenes nicht so gut abweichen, ja, wie lange die sein könnten. Ne, mach mal so. Magiesphäre und Freundstein. Oh. Mal irgendwas herstellen. Nö. Sternenglücksbringer. Also. Anscheinend nicht. Okay. Wir können Schleife herstellen. Deswegen habe ich so wenig Urihalkum. Okay, muss ich sagen. Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst bitte irgendeine Art von Feedback, Kommentare, Abo, Like und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Max. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.